müsstest sein Gerede den ganzen Tag nüchtern ertragen. Oh Mann. Na gut, da kann ich ihn verstehen. Ich rede mal ein Wort mit dem Getränkemann. Versuch dein Glück. Aber ohne Bananen gibt's auch keine Sonne Kairos. Und singen schöne Lieder. Wir haben ja eine, also... Eines Tages entführt werden, so wie jetzt. Aber dass sie gleich noch sämtliche Bananen verboten haben, ist ja wohl das Letzte. Ja, ach, wir haben ja auch noch die Pfandflasche. So, wir wollen das Pfand haben. Danke für die Flasche. Hier ist das Pfand zurück. Schön. Was kann ich für dich tun? Gibt's hier die Sonne Kairos? Gibt's hier die Sonne Kairos? Um Himmels Willen! Seit die Tochter des Pharao entführt wurde, wird überall nach den Bananenwerfern gesucht. Jeder, der sich jetzt noch mit Bananen erwischen lässt, muss mit schlimmen Konsequenzen rechnen. Und für die Sonne Kairos braucht man nun mal Bananen. Und das Risiko gehe ich nicht ein, dass ich mir jetzt noch Bananen besorge. Siehst ja selbst, was mit dem armen Obstverkäufer passiert ist. Ja, stimmt. Aber wir haben eine Banane hier. Mutig, mutig. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Die Sonne Kairos muss dir ja einiges wert sein. Mit der Menge könnte ich gleich ein ganzes Straßencafé mit der Sonne Kairos versorgen. Also gut. Eine Sonne Kairos für dich. Leicht oder stark? Ach, stark natürlich. Wir sind echte Männer. So richtig zum Lichter ausschießen. Gut. Bitteschön. Allerdings, du darfst sie nicht hier an meinem Stand trinken. Ich will nicht mit Bananenmischgetränken gesehen werden. Und weil du dann wohl oder übel mein schönes Glas mitnehmen müsstest, brauche ich leider Pfand für das Glas. Ach, na gut, ja. Bitteschön. Eine Sonne Kairos. Aber nur zum Mitnehmen. Ja, ja, schon gut. Ja, das ging doch flott. Kriege ich jetzt bloß meinen nächsten Drink? Hier hast du deinen Drink, Kumpel. Ja, schrecklich das mit der Tochter des Pharao. Ja, und wo ist das Schirmchen? Das was? Das Schirmchen. Die Sonne Kairos ist nicht perfekt ohne einen kleinen Sonnenschirm. Oh Mann. Du kippst das Zeug jetzt runter oder es passiert was? Ich glaube, ohne Schirmchen könnte ich niemals eine Sonne Kairos trinken. Woher willst du wissen, dass sie hübsch war? Boah, hast du die Mann. Tochter des Pharao getroffen? Leute, könnt ihr vielleicht einen Regenschirm spenden oder so? Aber man erzählt es sich. Ah gut, jetzt wo er ja weiß, dass die Tochter entführt ist, vielleicht lassen diese Wachen einen jetzt durch. Halt, der Herr! Keinen dir wieder ein bisschen... Ja. Krokodile? Vergessen Sie's. Der Psychiater hat ganze Arbeit geleistet. Nein. Halt, der Herr! Keine Tür! Bin schon weg. Ach, oder vielleicht über den Hintereingang mal gucken. Jedenfalls irgendwie weiß ich noch, wir müssen Rotmeer aufweichen. Mal schauen. Und jetzt ist sie einfach verschwunden. Und keiner weiß, wo sie ist. Ah ja, betrete Hinterhof. Ja, ob Bulbul es vielleicht langsam aus der Scheißegrube geschafft hat, ja, sieht nicht so aus. Also, mal gucken. Aha, da kommen wir hier wieder raus. Da steht alles unter Wasser. Ja, okay. Wir wollen dich ja auch nicht ärgern. Obwohl wir dich ja am laufenden Band ärgern, aber was soll's. Ja, da ist auch Rotmeer. Der kriegt jetzt eine schöne nasse Spülung ab. Und rein ins Gesicht. Genau so. Na, aufwachen, Alter. Die Sonne lacht. Was für eine Höllenparty. Ich glaube, ich muss mal langsam los. Wo hab ich die Karawane noch mal abgestellt? In Gizeh. Vielen Dank. So. Jetzt müsste aber der Souvenirhändler endlich weg sein.
Dann geh doch mal durch. Danke. So, dann hoffen wir mal, dass er jetzt wirklich weg ist. Ich glaube, er hat das Schirmchen. Okay, Kumpel, schipp uns rüber. Mann, schön dich zu sehen. Soll ich dich mal wieder zur Krokobucht rüber paddeln? Na klar. Nur zu. Prima. So. Da, 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 da. Wieder mal durch die schöne Wüste. So, jetzt sei aber weg, du blöder Souvenirhändler. Und, hören wir noch einen Schrein hier? Nein, er ist jetzt wirklich weg, juhu. Und das ist das Papierschirmchen. Na also. So. Nein, danke. Geht doch nicht. Hoffentlich sind da keine Viecher drin. Ja, geht doch nicht. Dachte, vielleicht rauben wir mal seinen Stand aus oder so. Aber gut, wenn ich will, der hat schon. Wieder mal etwas später. Hey Mann, schön dich zu sehen. Wollen wir rüber zwischen nach Kairo? Klaro. Klar? Na dann mal los. Jetzt können wir endlich unseren Sklaven kriegen. Ja, aber was ich mich frage, wo ist die Nah auf einmal? Mal gucken. Da steht, bin in göttlicher Mission unterwegs. Na toll. Ob der noch unser Gegner wird oder sowas? Du spinnst wohl. Sowas machen Pharaonentöchter doch nicht. Stimmt. Pharaonentöchter lustwandeln doch den ganzen Tag durch den Garten. Und singen so, hier hast du sie endlich. Bis sie dann eines Tages entführt werden, so wie jetzt. Echter Genießer. Hey, du hast den guten alten Sklaventreiber umgebracht. Oh nein. Was? Umgebracht? Ich wollte ihn nicht umbringen. Oh, sieh mal. Ich glaube, er schläft nur. Ach so, na gut. Damit können wir eher leben. Nehmen wir den Schlüsselbund. Und befreien den guten Mann endlich mal. Du bist frei, Sklave. Nett von dir, danke. Obwohl es ja eigentlich ganz gemütlich war beim guten alten Sklaventreiber. Wie auch immer, wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Du könntest meine Kleidung waschen. Du könntest mir Bananenpfannkuchen backen. Du könntest ein wenig für mich tauchen, genau. Du könntest ein wenig für mich tauchen. Oh, darin bin ich besonders gut. Sehr schön. Wo ist der Pool? Es ist kein Pool, sondern ein Teich. Ich führe dich hin. Wo ist der Pool? Gab's damals denn schon so einen Pool? Naja. Da ist ja nicht die Lampe. Und hier ist das gute Stück. Ich glaub's nicht, der Racker hat mir tatsächlich die Lampe zurückgeholt. Na klar. Gute Vorstellung. Vielen Dank für deine Hilfe. Ach, keine Ursache. Eigentlich hast du ja mir geholfen. Als kleinen Dank könnte ich dir meine alte Zeitmaschine schenken. Sozusagen als Andenken. Für viel mehr ist sie nicht zu gebrauchen, denn sie hat keinen Saft mehr. Aber ich werde sie sicher nicht mehr brauchen.
Ich habe beschlossen, hier zu bleiben, bei diesen netten Jungs. Okay. Oh Mann, was für eine Erleichterung. Endlich bin ich wieder ein ganzer Flaschengeist. Gute Arbeit, man sieht sich. Hey, hey, hey. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Oh ja, sicher. Wie konnte ich das vergessen? Ich lasse dich also an meinem unendlichen Allwissen teilhaben. Was willst du wissen? Ja, gute Frage. Ist Gott eine Frau? Ist Gott eine Frau? Also Ra nicht. Isis schon. Osiris wiederum nein. Ich könnte noch eine ganze Weile so weitermachen. Ach, hätte ich mir denken können. Werden die Pyramiden von Außerirdischen gebaut? Na, das ist doch interessant. Werden die Pyramiden von Außerirdischen gebaut? Oh, darum habe ich mich noch nicht gekümmert. Ich gehe nachher mal rüber und schaue nach. Na toll. Diese Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. 42. Wer hat die Tochter des Pharao entführt? Ah, das ist eine interessante Geschichte. Osiris hat sie entführen lassen. Er will den Pharao zwingen, ihm das Ankh zu besorgen. Die erste Übergabe an Osiris hat nicht geklappt. Der Skarabäenkönig wartete zwar schon fertig verpackt in seinem Sarkophag, aber dann kamst du und hast das Ankh gestohlen. Naja, das war eher ein Unfall. Wie auch immer. Osiris will den Pharao zwingen, ihm das Ankh zu verschaffen. Deshalb hat er seine Tochter entführt und hält sie in der Unterwelt gefangen. Um sie zu befreien, müsste man in die Sphinx gelangen, wo es einen Zugang zur Unterwelt gibt. Aber wer wäre so verrückt, das zu versuchen? Hast du noch andere Fragen? Danke, ich weiß alles, was ich wissen muss. Aber erzähle der Gewerkschaft nichts davon, dass ich hier außerdienstlich Ratschläge erteile. Ich gehe jetzt und genieße endlich meinen Urlaub. Naja, so pünktlich. Na, wenn das mal nicht interessant war. Aber ich mache jetzt erstmal Schluss, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.